Thank you.
Und ich quatsch die ganze Zeit wieder in ein gemutetes Mikrofon. Hallo zusammen. Und guten Appetit, falls ihr gerade esst. Sagt man da eigentlich? Happy Smoke, falls ihr gerade smoked. Happy Dampf. Wie heißt das bei der Shisha? Weiß ich gar nicht. Was sagt man denn da? Zu. Ja.
Oh, sorry. Ja, NPCs, ey, ich werde hier alles anbieten, was die anbieten, nur billiger. Nur billiger. Einfach, tatsächlich, ich weiß nicht, was es noch gibt, was man nicht anbieten kann, aber man kann kein Fuel anbieten. Man kann es auch nicht in Zahlung nehmen. Es taucht einfach in der, ja, wie nennt man das? Suche in den Optionen gar nicht auf. Ziemlich schräg. Aber das ist mir bei, ja, bisher nur dort aufgefallen, bei keiner anderen Sache. Hatte schon mal drum gebeten, dass man mir Bescheid sagt. Wofür brauchst du denn Fuel? Wofür brauchst du Fuel? Findest du auf jeder anderthalbsten Plattform auch mehr? Du warst noch nicht viel unterwegs mit dem Boot, oder? Ich brauche schon gar keine Refinery mehr. Weiß auch nicht, wie man Schilder bemalt, oder? Was? Ich tauche sogar ohne Flasche und vorhin, zwei Episoden vorher, bin ich zweimal gestorben beim Tauchen. Also eigentlich beim Bau eines Bootsanlegers. Beim ersten Mal ersoffen lag mein, ich war bis oben in vollgepackt mit Lot. Und dann musste ich erstmal wieder dahin laufen, weil ich noch keinen Schlafsack am Anleger habe. Immer noch nicht, glaube ich. Oh Mann. Dann bin ich wieder getaucht, um meinen Loot raufzuholen, bin dabei ertrunken. Und dann habe ich mir die Taucherausrüstung geholt, die ich schon fertig habe.
nicht um nach Loot zu tauchen, nach irgendeinem, nach Wracks oder sonst irgendwas, sondern nach meinem eigenen Loot 3 Meter unter Wasser. Und wollte eine rote Tonne kaputt machen auf dem Weg dahin. Und da hockt da so ein Taucher hinter einer Tonne. Der hat dahinter gehockt und auf mich gewartet. Und als ich das erste Mal auf die Tonne drauf hau, kommt er hoch und ballert mich weg. 2 Schuss, ich war weg. Das war eine spannende Folge, auf jeden Fall. Oh. Da fehlt ja noch ein Brett. Nicht einmal nass geworden. Seit es Boote gibt, fahre ich damit rum und werde nass. Und wie nass ich werde, ich drehe. Mich im Kreis. Fällt mir gerade ein. Let's make lots of money. Haben schon die Pet Shop Boys gesagt. Und ist natürlich ganz anders gemeint. Weil in dem Song. Oder die beiden, die in dem Song gefeatured werden, machen im Grunde gar keine Kohle. Aber es geht in dem Song um Opportunities, um ja, Geschäftsmöglichkeiten. Möglichkeiten, Business Opportunities. Wie übersetzt man das am besten? I don't know.
Verdammt, ey. Genau deswegen hau ich den mal weg. Drecksack. Mann, ey. Aber dann sollte ich auch nicht blind durch die Gegend laufen. Ich habe noch nicht einen Airdrop abbekommen. Nicht mal gesehen. Und ich bin der Letzte, der einem nicht hinterherläuft. Hinterherläuft. Der war gut. Wie lange dauert ein Tauchgang etwa, bis die Flasche alle ist? Was jetzt einfache Division und alle Additionen heißen die so? Addikulation. Kannst sie aber an der Werkbank wieder auffüllen. Ja, die Leute hier im Stream, die wissen es ja schon. Aber ich werde eine Tauchschule aufmachen. Und einen Sauerstoffflaschenverleih. Wow. So. Ich finde immer nur Tauchermasken. Aber
so ein Ding ein von früher. Ich weiß gar nicht, wie man es nannte. Das war so eine Art Party-Game. Man erzählt eine Geschichte. Eigentlich nur das Ende. Und die anderen müssen raten, wie es dazu kam. Zum Beispiel von dem toten Taucher im Wald oder in der Wüste. Und die Leute müssen halt raten, wie er da hingekommen ist. Das war irgendwie so voll trendy in den 90ern. Storys einen Namen hatten oder so. Steine, ich muss alles machen. Ich muss Steine kloppen, ich muss wie heißen die Dinger? Bäume kloppen. Und Steine und Unterholz. Taucher töten, NPCs aus dem Geschäft drängen, aber nach dem Tag heute, ich habe die ganze Zeit gesagt, was soll eine Safe Zone auf einem PvE-Server, das ist eine riesen PvE-Server-Safe-Zone, von wegen. Ich hole mal da auch ein Zimmer. Vorhin war ich 2 oder 3 Stunden auf einem PvP-Server. Bin einmal, oder? Einmal gestorben. In derselben Zeit hier 3 oder 4 Mal. Und alle mit einer etwas anderen, aber dann insgesamt der Gesamtinformation. Witzig. Was ich auch voll witzig finde, ist, wie wir alle ständig die Sprache ändern, also die Eingabesprache von Deutsch auf Ami oder auf Shift, also Caps, weil man da immer mal drauf drücken muss. Wenn du läufst, drückst du auf Shift. Umschaust, drückst du auf Alt, Alt und Shift, damit wechselst du die Tastatur auf Englisch. Unglaublich. Oder wenn der mich zum 37. Mal fragt, ob ich die Einstellraste-Taste, ob ich die wie nennt sich das? Einrasten? Keine Ahnung. Nein, will ich nicht.
So, jetzt wird's doof. Schauen. Und jetzt habe ich schon mal die englische Tastatur aktiviert. Was ist das da für eine Straße? Ah, die geht zu dem Mining Outpost. Nee, zum Hafen. Dann let's make it so. Sorry. Aber noch laufen. Ja, was macht der? So, und jetzt machen wir das mal von der Weite her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eine schöne Zahl.
7 Tage reicht, oder? Komm, aber ist einfach voll. 2 Wochen. Super. Voll das Dach vergessen. Dabei ist das der einzige Zweck der ganzen Geschichte. Oder der Grund für den ganzen Bau ist das Dach. Der Weg. Hier ist der Weg zum Dach. Unglaublich. Der einzige Grund für den gesamten Bau ist das Dach. Ich werde nicht nass. Fischmann.
nur aus dem Meer. The wet guy. So ist gut. Ich kann die ganze Flotte parken. Also breiter ist besser. Breiter ist besser. Jetzt brauche ich nur noch eine rote Tonne. Und... Fußball. Wir haben ja nur Fußballfans hier im Haus, ne? Bis auf ich. Ich bin keiner. Irgendjemand muss ja keiner sein. Das ist vielleicht für Marek, guckt er zu, weiß ich nicht. Kann er sich. Ich habe selber noch keine Research Bank. Schön an den Dingern, an den kurzen Palmen, keine roten Kreuze, kein Stress mit dem drumherum laufen. Ich hau die mal weg, weil die Palmwedel, die verspielen die Sicht auf zum Beispiel das Looter. Und natürlich auf die blauen Männer. Oh, und ich brauche Holz. Da oben ist egal.
Doktor ist einer auf der anderen Seite. Und er hat mich schon gesehen. Und du siehst mich nicht. Und Steine. Und keine rote Tonne, denn ist eigentlich egal. Dann nehme ich, schau mal die Kiste schnell. Wie hieß die Kleine noch? Aria? Banaria? Die hatte ja schon Stress mit dem Bären. Ich glaube weniger mit den NPCs. Aber die waren auch echt voll im Bärenland. Naja, und die NPCs, die wäre hier echt nicht glücklich geworden. Aber ich meine auf deren Server, na vielleicht haben sie es rausgepatcht oder so. Ah, jetzt ist hier kein Loot. Eine rote Tonne. Da. Da. Ne. Boote in der Wüste. Ja, aber offiziell geht es wohl bis dahin. Hast du den gerade schleudern gesehen? Okay, da muss ich hin. Gut. Kein Stein. Fridge. Mann, ich bin so doof. Ich hab da die ganze Zeit Zeug in der Mütze. Oh Mann. Noch ein Schwert. Ich auch nicht wirklich. Kann ich wieder neu machen.
Es ist heiß. Ich bin heiß. Das hängt wieder. Auf Antwort des Programms warten. Was stimmt denn jetzt wieder nicht? Das trinkt wieder. Das gibt's ja gar nicht. Datenträger C bei 100%.
macht denn der da jetzt? Sorry, irgendwie ist meine Platte überladen. Dieser Chatbot zieht irgendwie ganz schön Ressourcen. Es geht weiter. Wow. Oder doch nicht. Unresponsive. Gut, ich mache mal eben eine Streampause. Und schau mal, was hier noch so zieht. Discord habe ich überhaupt nicht an, ist aber an. Xing? Was soll das denn sein? Ich weiß, was Xing ist, aber wieso habe ich hier Xing auf dem Rechner? Ach, dieses scheiß Windows, ey. Okay, bis gleich.